Hallöchen, hier ist wieder der Mascha und ich zocke für euch wieder Dark Souls. Wir sind immer noch der blaue, untote Krieger Mascha. Und wir sind in der letzten Folge unserem Gefängnis, dem untoten Asyl, entkommen und sind jetzt in Lordran. Am Feuerbandschrein angekommen und sollen dieses erstmal entfachen. Machen wir das doch. Lorasten. Und hier können wir schon mehr machen als in den anderen. Könnt entfachen. Keine Hülle da. Ja, es geht nicht als Hülle. Okay. Wir können aber aufsteigen. Uhu. Wir sehen schon, wir brauchen für jedes Attribut, das wir hier so aufsetzen können, eine bestimmte Menge an Seelen. Jedes Mal erhöht die sich auch. Wir können mal gucken, was wir haben. Vitalität. Ja, Vitalität ist ganz wichtig. Das ist unsere Lebenspunkte. Auch interessant ist unsere Kondition. Damit können wir, man sieht schon direkt an dem Blauen, wir haben mehr Ausdauer und können mehr tragen. Mehr Stärke, unsere Waffen, die wir benutzen können. Ich würde einfach mal sagen, Beweglichkeit. Ja, das ist was für Bogen. Resistenzen, das können wir erstmal ignorieren. Intelligenz, klar, ist für unsere Zauber. Auch das können wir erstmal ignorieren. Wille sind für diese heiligen Zauber, also was so ein Kleriker so hat. Ich würde sagen, ich mache mal einen in... Wie viel kann ich eigentlich machen? Drei? Ja. Ich würde sagen, ich mache einen in... Soll ich schon in Stärke gehen? Ich mache, glaube ich, erstmal alle in Kondition. Dann kann ich ein bisschen schneller laufen, ein bisschen mehr tragen. Und zack. Sind wir schon Stufe 8. Also jedes Mal, wenn wir eins erhöhen, ja, stellen wir quasi eine Stufe auf. Das ist quasi unser Seelenlevel. Ja, und jetzt gucken wir erstmal, was hier so alles gibt. Da leuchtet wieder was. Nehmen wir direkt mal mit. Ich hoffe, der Mauszeiger war gerade nicht im Bild. Habe ich vergessen auszuschalten. Menschlichkeit, drei Stück. Ja, jede Menge von diesen Dingern. Ich denke mal, die werden wir uns erst nachher mal so gucken, was man da alles machen kann. Wow, what do we have here? You must be a new arrival. Jo, ich bin neu hier. Let me guess. Fate of the undead, right? Well, you're not the first, but there's no salvation here. You'd have done better to rot in the undead asylum. But too late now. Well, since you're here, let me help you out. There are actually two bells of awakening. One's up above in the undead church. The other is far, far below, in the ruins at the base of Blight Town. Mm-hmm. Bring them both, and something happened. Brilliant, right? Not much to go on, but I have a feeling that won't stop you. So, off you go. It is why you came, isn't it? To this accursed land of the undead. Boah, der Typ ist echt komisch. Der macht mir ein bisschen Angst. Weiche von mir, komischer Kerl. Ah, wo geht's denn hier runter? Schöne Wiesen. Boah, geht's ab tief runter. Da möchte ich auch nicht so unbedingt runterfallen. Da kommt schon so komischer brauner Dunst drauf. Bestimmt Kanalisation oder irgendwie sowas. Sieht auf jeden Fall ekelhaft aus. Wer bist du? Keine Antwort, sie kann nicht sprechen. Okay, eine Feuerhüterin Seele wird benötigt, haben wir nicht. Kann nicht brechen. Arme Frau, sie kann nicht brechen. Dann lassen wir sie mal in Ruhe. Hier wird es noch weiter runtergehen. Ja, das ist ein Frosch. Das macht mir gerade so ein bisschen Angst. Irgendwie runter zu gehen. Ich guck mal, was es hier oben noch so gibt. Lass mal bei einer Ebene bleiben. Da steht schon einer. Ein paar Stück sogar. Und das gibt auch. Ah ja, ja, das sieht schon interessant aus. Da erwachen uns zumindest schon mal Gegenstände. Ich glaube, da möchte ich auch dann noch nachher schon mal hingucken gehen, was es da so gibt. Was gibt es hier noch? Hallo? Ein kleiner Raum. Ein kleiner Gang. Und eine Leiche mit einer Brandbombe. Jawohl, was ist das denn? Ich mach das mal weg hier. Brandbombe.
Mit schwarzem Pulver gefüllte Porzellanvase explodiert und fügt Feuerschaden hinzu. Recht mächtige Distanzwaffe, insbesondere in Situationen, die nach Feuerschaden verlangen, auf niedrigen Stufen ein wertvolles Objekt. Viele Krieger erweitern damit ihr Strategierepertoire. Hört sich interessant an. Lassen wir mal drin. Ah ja, mit unten können wir quasi zwischen unseren nutzbaren Gegenständen rumswitchen. Da sind wir schon. Jetzt haben wir auch schon 10 Flakons. Und eben hatten wir noch 5. Wo geht's hier hin? Da hat noch einer was geschrieben. Back. Gestenmenü. Jo, was können wir denn da so machen? Back. Ich drücke Back. Aha. Vorwärts deuten. Nach oben zeigen, nach unten zeigen. Herbeirufen. Winken, verbeugen. Gebet. Wir beten einfach mal. Ja. Ich bin ein Ritter. Ich muss beten. Wer bist du? Hello there. I believe we are not acquainted. Nee, das kenn ich nicht. I'm Petrus of Thoroland. Have you business with us? If not, I'd prefer to keep a distance, if possible. Aha. Nö. Hallo? Hello there. I realize that I have requested that we retain our distance. But I also want you to know that it is not meant in ill will. Here, take this as a token of peace. No, go ahead. It's for you. Hey, was ist denn das? Wer ist die komische Typen? Oh my. Oh, I know. How about this? I have to await my companions here anyway. So what if I were to teach you some miracles? Would that please you? Aber sicher doch. Erzähl mir ein paar. Then first, a covenant with the gods. Now let me share my miracles. Only their ultimate effectiveness will be determined by your efforts and your faith. Ich muss zugeben, diese Eide, da habe ich noch nicht so wirklich viel mitgemacht. Keine Ahnung, wie das so wirklich funktioniert. Denn auch das ist ein Dark Souls, ein bisschen Mangelware. Wirklich erklärt wird hier nichts, aber wir lernen jetzt erstmal hier eine Geste. Ein Schulterzucken. Okay. Was kann man hier so kaufen? Rückkehr. Ja. Ja, okay. Das ist wirklich ein ziemlich interessanter Zauber, diese Rückkehr. Damit können wir uns quasi zum letzten benutzten Leuchtfeuer zurück teleportieren lassen. Ja, klar, Heilung und sowas, das sind alles so, ja, schon so Standardsachen. Was haben wir hier? Talisman. Ja gut, damit können wir die Wunder dann nachher benutzen. Also quasi sie ja zaubern. Ich würde sagen, die lassen ihn jetzt mal in Ruhe. Achso, du wolltest noch was sagen. Oh, Entschuldigung. Das tut mir leid, das wollte ich nicht. Aber du bist auch so komisch. Wie alle Leute hier. Wo geht's hier noch hin? Ja. Hallo? Ja. Ein leerer Schacht, aber hier geht's auch noch irgendwie weiter. Und unsere ersten Truhen. 2 Stück sogar. Was ist denn hier so drin? Ein Heimkehrknochen. Mhm. Ja, die Heimkehrknochen, die sind so in der Art wie die Wunder. Wenn ich das Spiel kenne, hat sie mir jetzt direkt schon reingepackt. Ich mache die mal erstmal raus. Erstmal brauchen wir die noch nicht. Morgenstern und Talisman. Aha, okay. Was haben wir hier noch drin? Gebrochener roter Augapfel. Was ist das? Invasion einer anderen Welt. Okay, das brauchen wir erstmal nicht, denn ich spiele ja offline. Wir haben aber noch eine Waffe gekriegt. Die hat auch tatsächlich mehr Schaden. Also die erzeugt mehr Schaden. Mit einem Hammer mit spitzen Dornen auf dem Kopf. Eine der etwas barbarischen Waffen der Kirika. Dieser einzigartige Hammer verursacht Stoßschaden und Blutung. Blutung hört sich gut an. Ist aber ein bisschen langsamer, habe ich das Gefühl. Ich versuche nochmal. Ich setze das mal hier neben. Ja, das ist schon ein bisschen zackiger. Man kann irgendwie keine Kombi damit fahren. Hier können wir so schön Schnetzel, Schnetzel, Schnetzel. Und hier haben wir einmal drauf. Und dann muss er wieder zurückgehen. Das ist ein bisschen komisch. Aber es macht diesen komischen Blutungsschaden. Möchte ich mir vielleicht doch mal anschauen. Aber man schaltet irgendwie besser, ne? Ich würde sagen, wir lassen erstmal das Schwert.
Das ist nämlich ein bisschen zackiger. Hier ist übrigens noch eine Truhe. Loyals Talisman. Ja. Was bist du? Ein Skelett? Zwei Stück sogar. Boah. Oh je. Na, das könnte ein bisschen hart werden. Ich geh mal hier rauf. Verdammt, ich habe die Bomben nicht mehr. Oh, jetzt geht's. Oh, oh. Oh, Hilfe. Ja, die sind schon ein bisschen härter als die komischen Untoten von eben. Ich mache auch nicht so viel Schaden. Ich würde sagen, ich laufe mal... Oh, da liegt noch was. Und noch mehr von denen. Oh. Oh. Und da hat es uns auch schon erwischt. Wir sind das erste Mal gestorben. Willkommen in Dark Souls. Ja, eines der coolsten Elemente von Dark Souls ist nämlich zu sterben. Ja, das ist ein hartes Spiel. Aber auch nur die Harten kommen in den Garten. Jetzt möchte ich aber doch meine Sachen doch schon gerne wieder haben. Vielleicht nehme ich doch mal den Kolben. Die sollen ja schon besser gegen so Skelette sein. Kennt ihr aus anderen Spielen wie... Oh, da liegt noch eine Truhe. Das wollte ich sagen, ja, aus Spielen wie Baldur's Gate oder sowas, da waren die Untoten eher doch immer sehr anfällig für stumpfe Waffen, wie so ein Kolben. Das ist ja eine stumpfe Waffe. Ja, gucken wir mal, ob wir damit so ein bisschen jetzt mehr gegen diese Skelette da ausrichten können. Aber einfach gucken, ob es hier noch irgendwo lang geht. Ja, tatsächlich. Ah, da liegt auch mal eine Leiche. Die nehmen wir noch mit. Da liegt noch mehr. Da liegt noch mehr. Das will ich hier doch auch noch mal haben. Ob ich gehe erstmal hier oben gucken. Vielleicht ist da auch noch was. Ach, das ist die Krähe schon wieder. Hoffentlich greifst du mich an. Wehe, du greifst mich an. Oder bringst du dich noch irgendwo anders hin nachher? Bringt uns noch zu schlimmeren Toten. Aber das wollen wir erstmal nicht. Wir gehen erstmal hier weiter. Haben wir hier noch eine Seele? Okay, müssen wir gleich mal gucken, wie viel davon haben. Vielleicht reicht es ja für ein Level ab, aber erstmal gucken. Erstmal will ich dann doch mal gucken, ob wir nicht vielleicht doch was gegen dieses Skelett ausrichten können. Denn da hinten liegt da noch mehr. Das möchte ich eigentlich schon gerne haben. Sonst laufen wir einfach gleich durchkommen. Oh ja, das macht schon 5 mehr Schaden. Das ist schon nicht schlecht. Oh, was war das? Ach, der ist auseinandergefallen, hast du das gesehen? Scheint also wirklich was zu bringen. Die fallen so ein bisschen auseinander. Zack. Zack, da kann er sich nicht wehren. Ja, hahaha. Dich mache ich klein hier. Na? Komm. Oh, da kommt der andere. Ein bisschen Ausdauer tanken. Na. Ich trink mal lieber einen. Upp. Schluck, 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 schluck. Oh, da hab ich ja nicht. Aber er ist umgefallen. Oh, und da gibt es sogar 50 Seelen. Ja, du kannst natürlich auch gerne versuchen, hier aufzukommen, mein Freund. Ah, noch einer. Oh, Ausdauer tanken? Ja. Oh, da sind die anderen, da will ich erstmal nicht hin. Weil 3 auf einmal, kann ich mir vorstellen, ist ein bisschen hart. Gucken wir mal, was wir auf der schweren Tasse. Ah, guck mal, der fliegt da richtig weg. Und er ist weg. Ja, wunderbar. Ah, mit dem Kolben, da geht es schon ein bisschen besser, habe ich das Gefühl. Wir sind zwar wahrscheinlich immer noch komplett falsch hier. Ah, noch eine Seele. Oh, da liegt noch was. Das möchte ich mir auch noch schnell holen. Oh.
Der ist mir doch ein bisschen zu groß. Ah, Hilfe. Boah, ist der groß. Oh! Fliegst du weg? Hilfe! Ja, lauf mir mal ein bisschen hinterher. Ja, lauf ich mal hier vorbei. Entschuldigung dafür. Oh, da liegt noch mehr. Das nehmen wir uns, glaube ich, auch noch schon alles mit. Oh, da liegt noch so einer. Oh, ein Zweihänder. Oh, da liegt noch mehr. Ein Fernglas. Oh, ich glaube, ich versuche mal hier irgendwie wieder weg. Oh Gott, Hilfe. Hilfe. Oh, ich versuche mal hier wieder wegzukommen. Vielleicht überlebe ich das ja noch. Hilfe. Oh, das war jetzt nicht so schlau gewesen. Also ich glaube, den Weg lasse ich mal lieber noch offen. Ich bin mir doch etwas zu rabiat. Hilfe! Wie lang folgen die mir jetzt noch? Folgen die mir noch? Nö. Ich trinke mal einen. Oh, jetzt haben wir doch schon viel verloren. Aber wir scheinen schon ein paar interessante Sachen gefunden zu haben. Da war ja schon was dabei. Das hat sich anscheinend aber schon gelohnt. Da schauen wir uns noch schnell an. Ja, ein Flügelspeer. Boah, der macht sogar noch mehr. Aber Stoßschaden macht er weniger. Da fehlt uns aber noch was. Was fehlt uns denn da? Stärke und Beweglichkeit. Dann lassen wir ihn erstmal weg. Und eins. Boah, guck mal, was für ein Riesenschwert. Der kann ja gar mit kaum schlagen. Lass ihn doch lieber mal weg. Ja, ich bleib bei meinem Breitschwert erstmal. So, erkunden wir noch mal ein bisschen. Ich würde euch sagen, jetzt gehen wir erstmal hier runter. Weil da oben, da scheinen ja auch so ein paar. Und, ich möchte uns doch erstmal gucken, was es hier noch so gibt. Oh, da geht es mal tief runter. So, wo geht's denn dann? Ja, ja. Der Wendeltreppe des Todes. Was erwartet uns da bloß? Wird auf jeden Fall schon mal wieder dunkler. Ist wieder irgendein Gemäuer? Ein runder Raum. Oh, das ist ein Fahrstuhl, okay. Es geht bergab in die Tiefe. Die Tiefen, Tiefen, Tiefen. Ja, okay, da ist ein Hebel. Ich schätze mal, der ist für den Fahrstuhl hier. Ich ziehe ihn mal nicht. Was haben wir hier noch so? Ja. Ach, da sind schon wieder diese hier. Die weinen, aber die haben eine Waffe dabei. Vielleicht sind die nicht mehr so harmlos. Die Ruinen von Neulando. Ja. Ja, ich euch auch. Ich hab euch alle lieb. Ihr müsst nicht weinen. Euer Löser ist da. Oh, 20 Seelen. Da liegt noch einer. Batz. Oh, guck mal, ein Schlag. Batz, batz, batz. Kann wir jetzt hier raus? Oder ist das ein anderer Weg? Ne, hier kann wir, glaube ich, raus. Da liegt noch einer. War ein bisschen fies. Kann ich ihn treten? Ja, aber... Oh doch. Ich kann ihn aber schlagen. Geht's hier lang? Hier wird irgendwie auf dem Weg. Ja, gehe ich lieber nicht. Da liegt noch einer. Well, this is unusual. You haven't lost your head. And more importantly, you're free. How on earth... Well, I shouldn't pry. I'm Ricket Vinheim. Ricket was once an established smith. Ich bin Moscha. Look at me now. Can you believe it? Jo, hier ist mir einfach so mal einer eingefecht. Aber was es mit dem auf sich hatte, würde ich sagen, schauen wir uns bei der nächsten Folge an, wenn es wieder heißt, der Moscha zockt.